Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wie man sollte daran, die Ghostbusters, ja, Feuerwehrwache zu bauen. Ja, wie ich darauf gekommen bin, ganz einfach mal gesagt, gar nicht. Es hat einer von euch das vorgeschlagen und ich fand die Idee super und bedanke mich nochmal recht herzlich für diesen tollen Vorschlag. Denn ich kam da eigentlich gar nicht mehr drauf. Wir hatten zwar schon mal was zu tun mit den Ghostbusters. Wir hatten ja mal vor Ewigkeit mal ein Intro von denen gemacht. Das war ja von der Zeichentrickserie. Wer das noch nicht gesehen haben sollte, verlinke ich dir mal ganz einfach in der Videobeschreibung. Kannst dir gerne mal angucken, wie wir das damals gemacht haben. Und ja, da hatte ich eigentlich auch das Gebäude an sich gebaut, aber nur die Vorderansicht war halt so ein bisschen kulissenmäßig. Und ich wollte eigentlich gar nicht erst richtig mir das Ganze bauen, weil damals, weiß ich nicht, hatte ich nicht richtig Lust dazu. Aber ich denke mir so, heute, ja, kann man eigentlich machen, auch jetzt hier, wo wir so viele neue Blöcke und so alles in der Zeit bekommen haben, passt das Ganze. Und man kann das eigentlich jetzt super optimal auch hier bauen. So, wir teilen uns das Ganze ja auch auf, würde ich mal sagen. Wir fangen heute an einfach mal mit der Grundform. Das heißt, heute erstmal alles grob wird gebaut. Und dann machen wir in Teil 2 die feineren Sachen. Das geht dann von den Fenstern, von den ganzen kleinen Features nach oben, da mit diesen Dekorationen mäßig. Das bauen wir alles in Teil 2. Aber heute erstmal grob bauen wir erstmal alles hoch und ziehen uns die Wände und machen das alles erstmal fertig. So, ich würde sagen, ja, eigentlich gibt es da nicht mehr so viel zu sagen, außer wir gehen an unsere Kiste und fangen einfach mal an mit der Ghostbuster-Zentrale. Und holen uns einfach mal die erste Reihe hier raus. So. Denn was brauchen wir alles eigentlich jetzt erstmal für unsere Feuerwehrwache? Ja, von den Ghostbusters. Ja, ganz einfach, wir holen uns mal weißen Beton raus. Denn Quarztreppen, Ziegelblöcke, denn Steinblöcke, denn Steinstufen und türkise Keramik. Du kannst auch, ja, dunkelgrauen Beton nehmen, aber ich weiß nicht. Das ist dann immer so ein bisschen Geschmackssache von der Feinheit her. So, wenn wir dann das Ganze haben, würde ich sagen, geht's los erstmal mit dem weißen Beton. Den platzieren wir erstmal irgendwo hin und ziehen uns erstmal eine gerade Reihe. Ich würde mal sagen, erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke ziehen wir erstmal gerade lang. Danach geht das Ganze einmal nach hinten weg. Da setzen wir jeweils dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Puh, 37 Blöcke müssen wir einmal nach hinten wegziehen. So, wenn wir das geschafft haben, müssen wir einfach hier nur noch einmal zur Seite wieder rüberziehen. Das einfach mal darauf achten, dass das dann mit vorne übereinander abstimmt. Und dann verbinden wir das Ganze und dann sehen wir ja auch, ob wir jetzt richtig geguckt haben, ob das Ganze übereinander abstimmt. So, super, bei mir geht das Ganze auf, sollte dann bei euch auch erstmal hier so ein Rechteck ergeben. Wenn wir das Ganze dann haben, setzen wir darauf jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke rauf, dass wir insgesamt jetzt eine Höhe von 6 Blöcken haben. Das müssen wir einmal jetzt hier erstmal überall langziehen, also nehmen wir uns ein paar Blöcke in die Hand und ziehen das Ganze einmal hier hoch. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, auf 6 Blöcke hochzuziehen, nehmen wir nun jetzt die Quarzrippen einmal zur Hand und müssen die jetzt einmal hier oben langziehen und setzen jetzt einfach die nächste Ebene. So, haben wir dann auch dieses geschafft, mit den Treppen einmal langzuziehen, nehmen wir jetzt erstmal unseren weißen Beton wieder zur Hand und setzen jetzt auf den Treppen noch zweimal wieder, ja, zwei weiße Betonschichten und die ziehen wir auch jeweils einmal noch komplett einmal rum. So, haben wir auch dieses geschafft, dass wir noch zwei weitere Betonschichten raufsetzen. Nehmen wir jetzt einfach mal unseren Ziegelblock zur Hand und ziehen jetzt darauf noch eine Schicht von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 weiteren Blöcken Ziegelblöcke. Und die müssen wir natürlich auch noch einmal ringsherum ziehen. Und weil das immer zu lange dauert, gibt es hier natürlich auch so einen kleinen Zeitraffer, würde ich mal sagen.
So, haben wir das endlich nach langer Zeit geschafft, das Ganze hier hochzuziehen mit den Ziegelblöcken. Nehmen wir jetzt einfach mal unsere Quarztrennzahn und haben wieder eine schöne Aufgabe. Und zwar müssen wir einmal eine Schicht Quarztrenn nochmal langziehen. So, haben wir denn auch wieder einmal eine Schicht Quarztreppe rumgezogen. Nehmen wir jetzt immer noch unseren Ziegelblock zur Hand und setzen darauf jetzt wieder zwei Schichten und die müssen wir natürlich einmal wieder ringsrum ziehen. So, wenn wir das rumgezogen haben, nehmen wir jetzt einmal den Steinblock zur Hand und setzen jetzt eine Reihe mit Stein. Nach dem Stein nehmen wir erstmal wieder den weißen Beton zur Hand und setzen darauf dann einfach eine Reihe weißen Beton. So, wenn wir auch das fertig haben, nehmen wir jetzt wieder unseren Ziegelblock zur Hand und setzen darauf wieder zwei Schichten Ziegelblöcke. So, zu guter Letzt kommen noch die Steinstufen oben rauf und die müssen wir natürlich auch einmal komplett langziehen. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, nehmen wir jetzt erstmal unsere türkise Keramik zur Hand und müssen innen drin noch, die Decke setzen. Setzen wir einfach mal da an, wo die weiße Betonschicht ist. Das heißt, hier einmal alles ausfüllen, aber hier mache ich einfach mal keinen Zeitraffer von. Hier würde ich sagen, ersparen wir uns die Zeit. Machen das einmal zu, also auf der Höhe des weißen Betons, einmal eine Schicht dieser Keramik setzen. So, ich stelle mich mal kurz hier in der Mitte hin und hoppla. Wie das auch immer so klappt, ne? Man stellt sich kurz hin und fertig ist es ausgefüllt. So sollte es doch eigentlich immer sein. So, wir sind aber noch nicht lange fertig hier mit unserem Gebäude an sich. Wir bleiben noch ein bisschen bei unseren Steinstufen. Ich würde sagen, wir setzen einmal hier unten an der oberen, am Steinblock einmal unten ran setzen und dann würde ich sagen, beim weißen Beton einmal so, da auch nochmal so unten ran. Ja, und dann ziehen wir einmal hier so eine Reihe lang. Das Ganze müsste auch einmal komplett ringsrum gehen. So, wenn wir dann zweimal Steinstufenschichten hier rumgezogen haben, bleiben wir immer noch dabei, denn wir müssen hier unten nochmal eine ransetzen. Ich würde mal ganz einfach sagen, wir haben ja, hier unten auch einmal so eine Treppenschicht dran gesetzt und darüber sind nochmal zweimal weiße Betonschichten. An den oberen weißen Beton setzen wir unten an den Block einfach eine weitere Stufenschicht dran. So, und die ziehen wir auch wieder einmal komplett ringsrum. Super, haben wir das Ganze fertig? Dann bleiben wir erstmal noch wieder bei unseren Blöcken und zwar holen wir jetzt den weißen Beton nochmal raus. Und wir haben jetzt eine Aufgabe und zwar ganz einfach mal gesagt, wir fangen auf der Vorderseite an. Jetzt kannst du dir natürlich immer noch aussuchen, wo die Vorderseite ist. Ich nehme jetzt einfach mal die hier, ich kann dir jetzt keine empfehlen, ich nehme einfach die hier. So, wir setzen vorne an der Seite jeweils unten 1, 2, 3 Blöcke einfach mal ran. Dann lassen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke platt und dann nochmal 1, 2, 3 setzen wir hier ran. Ja, super. So, wenn wir das Ganze dann haben, können wir eigentlich hier auf der einen Seite hier eigentlich eine komplette weiße Betonschicht unten einmal ransetzen, die einfach mal bis nach hinten wegziehen, bis wir hier hinten angestoßen sind. Denn ich sage mal, das Gebäude wird ja eigentlich, da habe ich jetzt auch wieder einen Fehler gemacht, Freunde. Oh, ich sehe es auch mal nicht. Und zwar habe ich den Fehler gemacht, ich habe hier einfach die Stufenschicht rumgezogen, was ja eigentlich nicht sein sollte, aber ich war voll drin jetzt. Okay, ich mache das hier nochmal kurz weg, denn ich sage mal, unser Gebäude wird ja so an sich an andere Gebäude rangesetzt. Okay, ich mache das hier nochmal kurz weg. Wartet mal. So sollte es natürlich aussehen. Einmal ohne, dass die Stufen hier an zwei Seiten ran sind, weil das Gebäude wird ja rangesetzt. Da werden ja natürlich andere Gebäude dran. Okay, ich hoffe, du hast das noch nicht gemacht. Und wenn, ist ja nicht so schlimm. So viel ist das jetzt auch nicht wegzumachen. Oder du machst natürlich das so, dass es gar nicht dran steht. Dann war das Ganze richtig. Okay. So, wenn wir das Ganze dann geschafft haben, können wir eigentlich diese Blöcke mal wegtun. Plopp, sind sie weg. Und dann gehen wir wieder an die Kiste ran, denn wir brauchen ein neues Blockmaterial, womit wir den Bau für heute erstmal abschließen. So viel brauchen wir gar nicht mehr. Ich habe uns ja schon vieles rausgeholt. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, denn wir holen uns noch ganz einfach gesagt gelben Beton raus. Dann nochmal Steinstufen. Die hatten wir ja schon. Also, wenn du die noch hast, super. Und danach noch einfach steinzige Treppe. So, wenn wir das Ganze haben, geht's los. Erstmal würde ich sagen, mit dem gelben Beton. Wir setzen auf der Vorderfront
hatten wir auf beiden Seiten ja, sag ich mal, 3. Da setzen wir jetzt hier noch einen ran, dass wir hier einen 4. haben. Auf der anderen Seite auch nochmal. Hier haben wir insgesamt 5, weil wir hatten ja hier an der Seite einmal gerade lang gezogen. Auf der anderen Seite machen wir es ja nicht, weil ja da, ja, sag ich mal, ein Hochhaus oder sonstige Sachen dran stehen, die du dir vielleicht noch ranbastelst. Oder vielleicht bastelst du das denn an Hochhäusern ran, ne? Wie du immer gerne machen möchtest. So, ansonsten nehmen wir jetzt die Steinstufen, die platzieren wir einfach mal auf den gelben Beton rauf und dann haben wir noch die Steinzähltreppen und die kommen ganz einfach gesagt hier einmal auf den weißen Beton rauf, den wir einmal hier überall nach vorne gesetzt haben. So, das ziehen wir hier einmal ja, auch nochmal lang hier einfach, das machen wir mal. Puh, super. So, dann sind wir damit durch und sind eigentlich für heute auch fertig. Das ist jetzt erstmal Teil 1. Wir haben viele, viele Blöcke gesetzt. Wenn du dir eine Pause gönnen möchtest, dann mach das. Ansonsten würde ich sagen, klickst du einfach unten in deiner Videobeschreibung auf Teil 2 und dann kannst du weiterbauen und dann machen wir in Teil 2 die ganzen Fenster, Eingänge und oben noch Fassade und hast nicht gesehen. Das alles in Teil 2. Aber ansonsten ruh dich erstmal aus. Wir haben ja schon viel geschafft. Und dann stelle ich mir einfach Safety hin. Und ihr wisst ja, was passiert, wenn ich Safety stehe. Sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und ich sage dann einfach nur noch Tschüss.